Hallo und heute wieder mal mit Aber Sekiro. wenn ich mich Dieses dazu Mal entscheiden würde, mit Part das 3, Drachenerbe also zurückzubringen, dem kann dritten es Teil passieren, vom Boss dass Run. ich euch alle Und dann verlassen sind wir muss. circa wieder da, wo ich gerade stehe und wo Danke ich gerade hänge. für diese freundlichen Worte. Aber ich bin immer für neue Strategien offen und Meine ja, Freunde, für mich hört ist mir es der zu. schwerste Er Boss in hat diesem Spiel. tatsächlich Und ein ich bin schon gutes Wesen, ziemlich am Ende. das hat er mir gegeben. Seid gegrüßt. Ich habe von anderen gehört, dass es Shinobi auch des göttlichen für Erben, sie einer der schwersten war. ich habe dich nicht hereinkommen gehört. Nur Deswegen, dank dir war ja, es mir schauen wir möglich, mal. eine Wie ihr hört, tiefgehende rede ich gerade Unterhaltung mit mit dem meinen Freunden göttlichen zu Kind. führen. Mit Das den hat Kindern einen des ewigen Wassers. wichtigen Grund. Es Es gibt geht um etwas, das vierte das ich geheime besprechen Ende. möchte. Wir sollten Und nicht versuchen, das das soll für alle Drachenerbe Beteiligten aufzuheben, wirklich das beste Ende sondern es sein. an seinen rechtmäßigen Platz Und dieser zurückbringen. Satz hier An ist seinen entscheidend. rechtmäßigen Wir Ort. sollten nicht Genau, versuchen, das Drachenerbe das wurde Drachenerbe in seiner aufzuheben, Heimat sondern es freigesetzt an seinen und ist dann nach rechtmäßigen Japan Platz getrieben. zurückzubringen. Seine Macht Und was ich dafür war alles nie tun für muss, dieses Land das bestimmt, kommt jetzt dann solange gleich. niemand etwas unternimmt. Wie Wird ihr es gerade weiterhin das gehört habt, Leben derer wurde das zerstören, Drachenerbe in die ihm seiner Heimat begegnen? ausgesetzt Das Drachenerbe und es war nie und die für mit ihm Japan gedacht. verbundenen Menschen. Es wurde nach Japan Es ist gut getrieben. und richtig, Das dass sie Drachenerbe nach und die Hause mit ihm zurückkehren, verbundenen in den Menschen, Westen, es ist gut zum und Geburtsort des richtig, dass göttlichen sie nach Drachen. Hause Es zurückkehren. gibt Also jedoch wenn ein ihr Problem. könnt da eh Ich mitlesen. kenne das Ich genaue habe es jetzt Ziel nur nicht. Wer deswegen noch könnte in das dieses wissen? Video Vielleicht hineingeschnitten, aber weil der es Hohepriester doch ein des sehr wichtiger Senpo-Tempels. Teil ist Oder von meinem Ende. und Und er ist der wir Gründer versuchen des jetzt, das Senpo-Tempels. Drachenerbe Ich frage zurückzubringen. mich, wie alt er Und ist. Du findest ihn in der schmalen Höhle, nicht weit von hier. das habe ich euch aber Shinobi des nicht göttlichen Erben. dann jetzt, Ja. weil es waren so Dieser viele Weg Dialoge, unterscheidet sonst sich wäre das von jetzt dem, kein der Bossrun. zur Aufhebung der Unsterblichkeit Sie führt. will dann Und von ich mir möchte dir nicht meine zwei Meinung Herzen aufdrängen. haben, und Wenn du zwar das zwei Drachenerbe Schlangenherzen. zurückbringen willst, Und woher ich die solltest bekomme, du den das wisst ihr Hohepriester wohl im schon. Senpu-Tempel Die Schlange aufsuchen. habt ihr ja schon mal Ich denke gesehen. darüber nach. Also gehen wir es mal an. Ich soll zum Hohepriester. Als erster hat sie gesagt, dafür muss ich mich hier hinten hinporten. Und der Hohepriester liegt hier in der Ecke. Aber er redet auch nicht mehr. Also er dürfte sehr tot sein. Er hat aber noch was hinterlassen. Und zwar ein heiliges Kapitel, die Rückkehr des Drachen. Also das werden wir noch sehen, für was das gut ist. Hier ist auf jeden Fall mal die erste Schlange. Und ihr wisst, ich mag nicht unbedingt Schlangen. Ah ja, und dann noch so große. Ich habe sehr Respekt vor ihnen. Sie schaut mich eh schon so böse an. Soll ich kurz in ihre Richtung gehen? Ich werde euch mal zeigen, wie böse sie sein kann. Sie sitzt da so niedlich und wartet auf ein Fressen. Ja, meine Prothese wird da nicht viel ausmachen. Ich werde sie wohl nicht stunnen können, schätze ich mal. Aber wenn ich jetzt hier hinlaufe, na hopp, ich traue mich nicht. Naja. Aber jetzt ganz langsam. Und schnapp. Habt ihr das gesehen? Buh, die hat mich sogar erwischt. Schnell aufstehen und weg. Und natürlich bin ich gleich weggelaufen. Weil so kann man die Schlange nicht töten. Ich musste diesen Affen hier finden. Und ich habe ja eine Ninjutsu-Fertigkeit letztens erworben, die mir aus Affen oder ja, diese blaue Ninjutsu-Fertigkeit, und der Affe ist nun mein Begleiter und kämpft für mich. Jetzt kann er die Schlange ablenken und ich kann hier rüber. Oh, ohne dass sie mich beißt. Ups, ich bin wohl zu früh gesprungen. Sie war noch nicht abgelenkt. Ist kein Problem. Jetzt ist sie abgelenkt. Jetzt kann ich durchlaufen. Schnell ins Haus rein. Nicht da rein, ja.
Ah ja. Ich suche immer was. Hier liegt auf jeden Fall das wichtige Item. Getrocknete Schlangeneingeweide. Mahlzeit. Die erste Schlange haben wir. Jetzt die zweite Schlange. Das war etwas ein Problem, weil ich zuerst die Brücke nicht einstürzen ließ. Ihr seht, hier der Drache ist in der Luft. Das heißt, unten musste man einfach nur. Und jetzt liegt die Schlange auch am richtigen Ort. Vorher ist da gar nichts gelegen. Ja, ich bin in die Tiefe gesprungen und habe mir gedacht, wo ist die Schlange? Man muss die Brücke einstürzen lassen nach diesem Tausendfüßler. Oder, ja, wie der hieß, in meinem letzten Bossrun-Video. Und dann liegt hier eine Schlange und die muss ich wirklich töten. Also da geht es leider nicht anders. Ich muss sie töten. Und ja, ich warte auf den Sprung des Todes. Den Todessprung. Ich glaube, ich habe dann keine Angst mehr vor Schlangen. Hat sich dann alles erledigt. Ich traue mich wieder nicht. Es sollte eigentlich doch rot aufleuchten, oder? Oder kommt das erst, wenn ich springe? Egal, ich werde jetzt einfach springen. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt Todessprung. Einmal aus der Schlange und gleich noch einmal, wenn es geht. Ja. Und jetzt ist es sehr wichtig. Aber jetzt kann sie sich nicht mehr sein. Und die Schlange ist erledigt. Habt ihr das gesehen? Die böse Schlange und eine frische Schlangeneingeweide hat sie gegeben, also keine getrocknete. Ja, auch nicht schlecht. Das bringe ich jetzt dem göttlichen Kind und ich hoffe, dann ist sie zufrieden mit mir und es kann dann weitergehen. Shinobi des göttlichen Erben, hast du die beiden Schlangenkaki bekommen? Ja, habe ich gefunden. Diese rote Schattierung, genau wie ich vermutet habe. Eine Kaki ist ein passender Vergleich. Ihr wollt das wirklich essen? Natürlich. Dadurch kann ich zu einer Wiege werden. Um ihr wollt es wirklich essen, Mahlzeit. Aber ich möchte sie nicht vor deinen Augen verzehren. Bitte komm später. Das habe ich mir schon gedacht, dass ich da nicht zuschauen darf, ja? Aber nicht so schlimm. Okay, dann verzehrt die Schlange. Ich werde die Kakis essen, damit ich zu einer Wiege werde. Es wird eine Weile dauern. Und ich gehe einstweilen raus und wieder rein. Ich bin schon wieder da. Wie haben sie geschmeckt, die zwei Schlangenherzen? Des göttlichen Erben, bist du da? Eure Augen. Du bist zurückgekehrt, Shinobi des göttlichen. Na klar, glaubst du, ich lasse dich da alleine die zwei Herzen verzehren und dich dann sterben vielleicht? Würdest du bitte meine Hand nehmen? Ah, sie weint. Was ist das? Es ist kalt, wie in einem Eishaus. Und darum siehst du meine Tränen. Die gefrorenen Tränen des göttlichen Kindes. Die gefrorenen Tränen. Nimm sie. Na, da habe ich sie schon bekommen. Und ich denke, jetzt kann es wirklich aufgehen in den Boss Run. Jetzt geht's dann weiter. Gefrorene Tränen. Heißt das? Ja, ich glaube, das hat die Schrift mit kalte Drachentränen gemeint. Der göttliche Erbe muss sie zusammen. Ich habe das natürlich abgekürzt. Ich habe ihr zuerst die Schrift gegeben. Sie hat dann gemeint, ich muss ihr zwei Schlangenherzen bringen. Die habe ich ihr gebracht. Und nun hat sie sie verzehrt. Jetzt sind daraus göttliche, also göttliche gefrorene Tränen des göttlichen Kindes entstanden. Was ist los? Öffne deine Hand. Jetzt habe ich noch um Reis gebeten. Was ist das?
Es ist kalt. Und ich bekomme jetzt natürlich keinen normalen Reis, sondern einen gefrorenen, denke ich mal. Das ist wahr. Dann wollen wir es so nennen. Shinobi des göttlichen Erben. Ah, ein kleiner Schnee. Dieser feine Schnee gehört dir. Vielleicht brauche ich auch diesen, um den Boss zu töten. Ich habe es nämlich auch schon mit normalen Reis versucht. Das hat nicht funktioniert. Ich nehme es. Reis ist wertvoll. Komm gerne wieder, wenn du noch mehr haben willst. Weil den normalen Reis bekomme ich ja immer wieder. Hier voll gebufft, weil da unten ein Affe sitzt. Und der gar nicht so ohne ist. Das ist der Löwenaffe. Ich zeige euch hier nur das Ende. Ich habe ihm dann den zweiten Todesstoß gegeben, obwohl es dann zwei Affen waren. Also ihr seht da rechts, ist auch noch ein Affe. Ja, er hat echt Ärger gemacht und der Kampf hat echt lange gedauert. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Versuche es waren, bis ich ihn endlich töten konnte und die Shinobi-Exekution ausführen konnte. Das war echt, ja, hammerhart. Dafür gab es eine Erinnerung an den kopflosen Affen und, was glaubt ihr, eine Gebetsperle. Und ich habe wieder 4. Ist das nicht schön? Und natürlich noch eine Gebetsperle, weil sie 2 Affen waren. Also es waren Affenpärchen. Die Unsterblichkeit musste ich natürlich auch aufheben. Mit der sterblichen Klinge war es natürlich kein Problem. Und ich habe hier jetzt eine Ninjutsu-Fähigkeit bekommen. Wieder eine. Und zwar ist, und natürlich die 8. Gebetskette konnte ich endlich durch hartes Erkämpfen erhalten. Und bin somit wieder stärker geworden. Die Ninjutsu-Fähigkeit sollte mir bei dem Boss, wo ich gerade hänge, helfen, aber mehr dazu später. Hier musste ich einen Krieger töten. Ich weiß jetzt nicht, wie man den ausspricht. Shishimen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Shishimen. Und ich habe nicht einmal das Ende drauf. Deswegen zeige ich euch, wie ich gestorben bin. Ich habe natürlich einige Versuche gebraucht, um den Boss hier zu töten. Und dann ist mir eingefallen, ich habe die Prothese, den blauen Schirm. Und mit dieser Prothese kann ich ja Erscheinungen, ich kann mich vor Erscheinungen schützen. Und natürlich, wenn er das dann gemacht hat, habe ich den Schirm aufgespannt. Und so konnte ich ihn dann töten. Bekommen habe ich den Ring des Unzufriedenen. Und zwar soll das eine Prothesenverbesserung sein. Das schaue ich mir dann später an. Ich sage, weiter geht's zum nächsten Boss. Hier noch ein nettes Gespräch mit der Heilerin, bevor es dahin geht, wo es wirklich schwer ist. Sie sagt, sei bitte vorsichtig, weil da, wo ich jetzt hingehe, da ist es echt nicht lustig. Obwohl ich meine Angriffskraft ja wieder verbessern konnte durch diese 2 Affen. Und ja, weil das war ja ein Hauptboss sozusagen. Ich habe eine Erinnerung bekommen, die konnte ich eintauschen gegen eine Angriffskraft. Eine Gebetskette konnte ich erstellen mit den 4 Perlen. Deshalb denke ich, ich bin jetzt gut gerüstet für den nächsten Kampf oder für die nächsten Kämpfe. Ihr seht, das Hirata-Anwesen hat sich nicht wirklich verändert. Ich schaue mir hier nur das Relikt an, weil ich glaube, da oben will mich gleich jemand überfallen. Das Relikt zeigt es mir. Und ja, dann denke ich mal auf in den Kampf. Ich werde euch hier jetzt nur das Ende zeigen. Es kommen noch 2 Kämpfe oder 3. Bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Und dann
stehen wir da, wo ich jetzt stehe. Und komischerweise wieder im Hirata-Anwesen. Also das dürfte echt hier schwierig sein. Ich gehe jetzt ganz langsam rein, weil da steht jemand, wenn ihr das seht dort. Und der hat zwei rote Punkte. Oh, ihr solltet doch tot sein. Und dennoch lebt ihr. Ganz egal. Ich werde euch jetzt töten. Dann hat alles seine Ordnung. Wie ihr gesehen habt, habe ich ihn kurz angeschossen mit meiner Prothese und bin rausgelaufen, weil ich möchte nicht im Feuer dann getötet werden. Hier konnte ich ihn den ersten Punkt haben und nach einiger Zeit dann endlich den zweiten. Ich habe hier eine Gebetsperle bekommen, das ist das Wichtigste. Der Rest ist Zusatz. Kommt euch das nicht bekannt vor? War das nicht der Jutsu, der Trinker, den ich da mal killen musste, also töten musste? Und was passiert jetzt? Jetzt lebt er auf einmal wieder und ist viel stärker. Ich laufe hier im Kreis, damit er die Aggro verliert und ich ihm den ersten Punkt rauben kann. Ich habe sogar extra einen Trank genommen, einen grünen, damit... Und ja, ich habe... Seht ihr, er hat die Aggro verloren. Ich kann ihn mich jetzt anschleichen hinten und hoffe, dass das jetzt funktioniert. Nur leider habe ich diesmal keinen Samurai, der mir helfen kann. Das heißt, ich muss ihn so bezwingen. Und das jetzt schon das dritte Mal, ja. Einmal hier, einmal irgendwo im Wald. Und jetzt noch einmal hier. Wozu der Trinker? Der will nicht sterben. So, und gleich mit dem Flammenrohr drauf. Und nochmal. Und ich wollte euch jetzt das Ende zeigen, wie ich ihn töte. Weil der Kampf hat so lange gedauert. Und jetzt hat er mich getötet vom Ende. Also habe ich jetzt anscheinend das falsche Video erwischt. Ich werde euch jetzt schnell das Richtige. Das ist jetzt nicht so lustig. So, aber jetzt. Einmal buffen. Nochmal buffen. Und sich jetzt nur mal hinten anschleichen, den ersten durchzurauben. Das geht ja schnell. Aber dann dauert sicher, ich weiß es nicht, 20 Minuten, bis ich in den zweiten Punkt dann rauben konnte. Ich weiß es nicht, so gefühlte. Aber ich habe dann den zweiten Todesschlag ausgeführt, eine Gebetsperle erhalten und jetzt geht's los. Jetzt bin ich da, wo ich eigentlich gerade wirklich bin in dem Spiel, nämlich hier wieder im Hirata-Anwesen, und zwar da, wo ich Lady Butterfly töten musste. Und wer glaubt ihr, dass da drinnen ist? Mein Daddy. Uhu 2.0. Ich buffe mich, was geht. Jedes Mal buffe ich mich. Ich habe sogar mit Reis schon versucht. Ich komme immer in die zweite Phase, wenn ich meine Schuriken verwende. Zum Beispiel den Schirm habe ich schon verwendet. Diese Ninjutsu-Fertigkeit sollte ihm eigentlich wirklich viel Damage machen. Und wie ihr seht, ja, oben gebufft, ja, macht es wirklich viel Damage. Aber er haut mich jedes Mal vor um. Ja. Und das geht so schnell wieder runter, seine Haltung. Es ist nicht normal. Jetzt seht ihr, ich mache mit dem Schirm parieren, geht nämlich viel besser, also wenn man so pariert. Und da habe ich es auch schon in die zweite Phase geschafft. Das Problem ist dann, habe ich keine Schuriken mehr in der zweiten Phase und dann sterbe ich in der zweiten Phase. Und das ist ein großes Problem. Deshalb, der ist echt nicht einfach, dieser Uhu. Dass ich ihm einmal schon so hohen Haltungsschaden machen konnte, das war mal einmalig. Aber auch nur, weil gebufft mit Reis und allem, was ich hatte. Und trotz allen Buffs, ihr seht, wie hohen Haltungsschaden ich gemacht habe. Ja, und ich bin schon tot. So, nächster Versuch. Ist ja nicht schlimm, dann next
try. Und natürlich muss ich mich wieder buffen. Ich habe das eh schon alles in meiner Leiste. Also der Reis hat wirklich nichts gebracht, ja. Bin genauso gestorben. Und mit der unsterblichen Klinge, mit diesem Skill, mit L1, R1, habe ich eine größere Reichweite. Weil wenn ich an ihn rankomme, macht er meistens seine harten Schläge oder seine roten und echt hammermäßig. Ihr seht, der haut drauf und ich habe fast kein Leben mehr. Deshalb, das hat hier echt lange gedauert. Ich habe das wirklich nur mit der unsterblichen Klinge versucht. Und seht ihr, der Haltungsschaden ist echt oben. Und hier konnte ich ihn den ersten Punkt haben. So funktioniert es, nur dann in der zweiten Phase, ja, kommt dann sein Vögelchen, was mich einmal irritiert, ja. Dann überrascht er mich von hinten, weil ich ihn gerade nicht anvisiert habe. Und ich sterbe gleich. Also da muss man wirklich an ihm dranbleiben. Man darf ihn nicht aus den Augen lassen. Und das Problem ist, die unsterbliche Klinge benötigt auch schon Leben. Und wie ihr seht, ich habe gerade mal jetzt eine einzige Ulrike. Ja, also ich kann zwar die unsterbliche Klinge einsetzen, aber sie bringt nicht so viel wie sonst. Ja. Ja, die macht normalerweise wirklich gut Damage. Und aber so, deswegen brauche ich die Shuriken eigentlich für die zweite Phase. Ich komme in der ersten aber nicht durch ohne den Shuriken. Wenn ihr eine bessere Variante habt, Strategie, sagt sie mir gerne in den Kommentaren. Ich bin für alles offen. Wenn ihr eine bessere Strategie like me, I use the Undying Skill, which needs Shuriken. Oh my god. I'm dead. Aber ich werde noch eine Strategie finden, um diesen Boss zu töten. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und tschüss.